So, und willkommen zurück, liebe Freunde bei Brothers. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich darauf, wie es hier weitergeht. Ich finde es sehr spannend. Da drüben ist ein Geier. Er frisst da irgendwas. Das ist ein Riese oder so, der da sitzt. Werden wir bestimmt gleich rausfinden. Oh mein Gott, da liegen jede Menge Krieger. Sehr gruselig. Die Geier fressen da an denen rum. Also, wenn man das so sieht, würde ich sagen, wir sind wirklich so eine Art Zwerge. Kleine Menschen. Das ist wirklich gruselig. Gucken wir uns mal die Aussicht an. Okay, das ist ein Schlachtfeld. Hier wurde scheinbar ein Krieg geführt. Hier ist überall Blut. Ih, hier riecht aber irgendwas nach Käse. Bah, oh, puh. Ja, kann ich mir vorstellen. Das stinkt, kann ich mir vorstellen. Denk mal, wir müssen diesen Arm jetzt hier bewegen. Was eigentlich unmachbar wäre, weil die Hand jede Menge Gewicht hat, die die nicht bewegen könnten. Naja. Es funktioniert aber, es ist ja nur ein Märchen. Da liegt ein Riesenschwert. Oder ja, ein kleines für uns riesig, für andere klein. Wieder eine Käsemauke. Und ab durch das Blut. So, kleiner Bruder, jetzt ist wieder Schwimmen angesagt. Direkt festhalten. Gehen wir davon aus, dass wir hier wieder hoch müssen. Doch nicht. Okay, wir schwimmen mal durch. Das sind noch zwei Geier. Keine Angst, kleiner Bruder, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir hier scheinbar hoch. Kommen wir so nicht dran. Vielleicht müssen wir erstmal mit dem großen Bruder irgendwie hier drüben hoch. Oh ja, hier müssen wir rüber und dann den Ast bestimmt biegen. Mit einer von denen dann den Ast erreichen kann. Komm, du schaffst es. So. Teamwork ist alles, liebe Freunde. Teamwork ist super. Das wäre auch geschafft. Mein Gott. Okay. Und tschüss, Riese oder großer Mensch. Oh, da ist ein Riesenloch. Also wieder ein Blutbad. Alter Schwede. Na jetzt hin. Und hier hoch? Nee. Hier hoch? Ah, auch nicht. Jetzt lang. Kann man hier irgendwie doch drüber klettern? Okay. Dort ist kein Weg. Vielleicht hier drüben? Nee. Irgendwas müssen wir hier machen. Ach, wir müssen wahrscheinlich hier rüber springen.
Yes, Baby. So, was jetzt? Was nun? Ah, hier geht's lang. Immer balancieren, bitte. Hau ab, du Geier. So, hier ist wieder was zum Packen. Oder ziehen, ich weiß es nicht. Es geht nur ganz langsam. Hey, der Weg ist frei. Na, immerhin. Wer da unten drunter durch? Oh mein Gott, was ein Abenteuer. Hau ab, du Geier. Ich bezweifle, dass die noch leben. Moment mal eben, ich muss mir mal kurz an die Stirn kratzen. So. Eine Armbrust. Ah, da kommen wir hoch. Ja. Ja, Wahrscheinlich wieder rüber, jawohl. Was ist das? Und durchblasen. Der Ruf der Riesen. Der Kleine möchte auch mal. Kann's nicht. Komm hoch. Wir machen es nochmal. Okay, irgendjemand scheint da wohl zurück zu hupen. Geht's weiter? Das ist eine große Frage. Antwortet auf jeden Fall jemand. Mehr passiert auch nicht. Aha, da geht's weiter. Kann man gerade eben schlecht sehen. Es gibt scheinbar auf jeden Fall noch Riesen. Jetzt müssen wir wieder zurück, oder was? Ich jetzt irgendwie nicht ganz. Sehr merkwürdig, warum wir jetzt schon wieder hier. Sehr komisch. Einmal drehen, bitte. Das kann ich jetzt irgendwie nicht verstehen. Gehen noch mal nach da vorne. Da ist nur ein Aussichtspunkt.
Da sind wir rübergekommen. Hier geht's nicht weiter, weil er sitzt da noch. Was müssen wir machen? Ah, ich glaube, ich weiß noch. Da! Ah, ja. Aber kannst du hier nicht hoch, dem irgendwie in den Kopf schießen mit dem Pfeil? Aha. Würde der nämlich da umkippen? Hau ab, du blöder Vogel. Laden. Spannen. Einmal bitte spannen. Yes, Baby. Und jetzt gib ihm. Und tschüss. Genau zwischen die Augen so ein Stück. Und tschüss. War zwar gemein, aber er war ja Ja. eh tot. Er war eh tot. Daher ist es nicht so schlimm. War ja für einen guten Zweck. Bisschen Kräuter suchen. Oder irgendein Gegengift für unseren kranken Vater. Kann man den jetzt als Brücke nehmen? Nee, kann man nicht. Oh mein Gott, wie viel Blut. Ich höre da doch was. Irgendeiner redet doch da. Werden wir gleich herausfinden, liebe Freunde. Ich bin gespannt. Bin wirklich gespannt, was dieses Spiel noch alles so mit sich bringt. Da unten scheint eine Armee zu sein. Unter dem Blutwasserfall durch. Okay, da unten ist eine Armee. Der Krieg scheint also noch nicht ganz zu Ende zu sein. Sehr interessant. Also die Story ist schon geil. Oh mein Gott, die sind ja total rot. Vielleicht solltet ihr euch jetzt erstmal waschen. Und ab geht es weiter. Hier vielleicht an dem Kessel. Klopfen bringt nicht viel. Oh, wir hinterlassen Fußspuren. Ist auch nicht gut. Ich möchte immer lieber den großen Bruder links haben und den kleinen rechts, weil es vom Stick her so ist. So, jetzt sind sie wieder Wasser und tschüss. Jawohl, geil. So, hier hoch. Okay, da ist ein Mädchen gefangen. Die wird bestimmt gleich geopfert. Ich denke mal, das müssen wir jetzt verhindern. So, 4, 6, 18, 12, 14 Leute. Ach, die machen wir locker weg, immer. Mit der Backpfeife, klatsch, klatsch. Die sind gerade in ihrem Element. So, hier runter oder was? Oh mein Gott, ob das mal gut geht. Seid vorsichtig. Die gucken nur blöd. Wir wollten dich gar nicht retten, wir wollten nur mal gucken, was ihr so treibt. Ja.
Ja, das ist ja schön und gut, aber wir müssen doch irgendwas machen. Wir können die nicht befreien. Oh mein Gott, die haben mich getötet. Was machen die jetzt? Okay. Ich denke mal, die wollen die. Da müssen wir uns ja nicht irgendwie voller Blut machen oder so? Unterwerft euch. Unterwerft euch. Unterwerft euch eurem Gott. Unterwerft euch. So, und wir machen sie los. Oh, jetzt haben sie gemerkt, dass es ein Schwindel war. Und schnell hinterher. Schnell eine kurze Dusche, zack. Wer das wohl ist. Hey, wo willst du denn hin, Mädchen? Langsam. Langsam. Aha, sie sagt also, er ist hier irgendwo. Scheinbar. Und wir sollen mit dem Boot fahren. Sie hat zumindest drauf gezeigt. Komm rein, du kannst mitkommen. Oh Gott, ich hab schon. So, man muss jetzt mit dem linken und rechten Stick paddeln. Okay, jetzt bitte nur die Seite paddeln. Beide Seiten bitte paddeln, danke. Ich würde sagen, wir fahren links herum. Ey, diese Grafik ist so geil, ne? Das ist. Ich kann es immer wieder nur sagen. Achtung, Eis. Oh mein Gott, da unten in der Tiefe schwimmt irgendwas Ekelhaftes. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein ganz komischer Orca. Ich hoffe, der tut uns nichts. Lieber schnell weiter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und noch einer. Oh mein Gott, bloß weg. Oh, wow, hätte der uns
bekommen, ne? Dann wäre Sense. Oh mein Gott, die sind immer noch da. Vielleicht tun die uns ja auch gar nichts. Wir machen nur eine ziemliche Welle hier jedes Mal. Nein, bitte nicht jetzt. Bitte geh weg, wir haben dir doch gar nichts getan, Geh weg, weg. Oh, alter Schwede. So, das sieht ja schon mal gut aus. Jawohl, die Frau macht die Arbeit. Zieh uns an Land, Alte. Ein bisschen durch den Schnee stapfen hier. Was ist hier rutschig, alter Schwede? Was ist? Schaffst du nicht, oder wie? Ah, jetzt. Oh yeah, Baby! Geile Rutsche, Alter. Ach, wie niedlich. Eine Schildkröte. Eine Eisschildkröte. Guten Abend. Die geht da, die stolziert da einfach so ganz locker lang. Die machen da voll die Hektik. Komm. Achmel, Alechade. Ich würde gerne sehen, was die da macht. Hier müssen wir hoch. Holzfällerlager. Oh mein Gott, die sind hier alle eingefroren. Ja. Kaya? Was? Ich kann nichts sehen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Dimabu, Malia. Ja. Keine Ahnung, was sie möchte. Ist das hier eine Säge? Ha? Das ist ja cool gemacht. Mit dem Stick links und rechts mit alle beide und schon sägen wir hier gepflegt den Baum ab. Jetzt? Vielleicht müssen wir die mitnehmen. Schleppen wir mal mit die Säge. Ist da ja. Um? Ja, genau, der hier. Weg da, Olle, sonst bist du gleich gesägt. Ach, ist das schön. Ihr haut doch nicht direkt im Alter, krabbelt die wie so ein Tiger da drüber, alter Schwede. Ist ja cool gemacht, ey, muss ich schon sagen.
Komm, wir kommen. Lauf ruhig weiter. Unbekanntes Mädchen. Aha, da ist also ein Dorf oder eine Stadt. Interessant. Very, very interesting. Oh mein Gott. War wahrscheinlich der Krieg. Wollten hier wahrscheinlich das Dorf stürmen. Ja, oh mein Gott, was machen wir denn Da. jetzt? Naja, da müssen wir hin, das ist mir klar. Una. Ata. Otai. Ist mir klar, Mädchen, aber wir müssen ja erstmal irgendwie. Was finden? Was ist denn mit dem? Was geht denn da? Naje, Horn, da. Sicherheit irgendwas machen hier. Da. Willst du da irgendwas machen? Kann das schieben? Die armen Menschen, tut mir leid für die, aber. Jetzt sag mir nicht, wir sollen die Olle darüber katapultieren. Das ist ein Witz, oder? Oh, tschüss. Also die ist tot, ganz ehrlich, die ist tot. So, mein Freund, jetzt bist du dran. Komm, rein da. Und tschüss. Geil. Geil, geil, geil. Hammer. Hammer geil. Oh mein Gott. Der ist unsichtbar. Oh mein Gott. Liebe Freunde, wie es weitergeht, wollt ihr bestimmt erfahren, genauso wie ich. Aber das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Daumen hoch für mich, wenn es euch gefallen hat. Und ich hoffe, ihr begleitet mich weiterhin hier in diesem spannenden Märchen von Brothers. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.